Name: Katja Kipping. Alter: 39 Jahre. Die Linke, verheiratet, ein Kind. Katja Kipping. Für die einen ist die Dresdnerin integrativ, nett und fleißig. Für ihre Kritiker eine skrupellose Machtpolitikerin. Ich kann dann besonders gut andere Leute überzeugen, wenn ich für eine Idee brenne. Und da stört es mich dann auch nicht, wenn es mal Gegenwind gibt. Katja Kipping, seit 2005 Mitglied des Bundestages, jetzt die Bundesvorsitzende der Partei Die Linke. Katja Kipping versucht, die Fragen und die Aufgaben von heute und morgen mit uralten Antworten zu lösen. Der Sozialismus hat nirgendwo auf der Welt, siehe Venezuela, und nirgendwo in der Geschichte, siehe DDR, dafür gesorgt, dass es Menschen besser geht. Im Wahlprogramm der Linken steht offene Grenzen für jedermann. Ich frage mich, wer das finanzieren soll. Katja Kipping ist Parteivorsitzende einer Partei, die mit der Spitzenkandidatin Sarah Wagenknecht jemanden da vorn hat, die sich mehr mit Herrn Putin verstehen will, als mit der Demokratie und den Menschenrechten. Die Linke tritt mit dem Slogan an, keine Lust auf weiter so, Lust auf die Linke. Kippings Ziel, die Große Koalition beenden. Die Bilanz der Großen Koalition ist schlecht, die Armut hat zugenommen, in der Außenpolitik gibt es eher eine Militarisierung, also ich möchte kein weiter so. Von der Uni direkt in die Politik, in den Joballtag der Bürger denkt sie sich hinein. Die Linke ist eine Partei, die in Deutschland keine Verantwortung tragen sollte. Grüne und Linke sind für mich echt das Gleiche. Erstmals wittert die Linke eine Chance, auch im Bund an die Macht zu kommen. Rot-Rot-Grün heißt die Möglichkeit. Doch die Linke muss noch gegen Klischees bei den Wählern ankämpfen. Es gibt ja das Klischee, dass die Linken eher verbittert sind und das Leben nicht genießen können. Mich nervt das total, weil einer der Gründe, warum ich auch so gerne in dieser Partei bin, ist, weil ich wunderschöne Partys hier feiern kann. Wer kann überzeugen? Wer kann wirklich punkten? Wer zeigt, dass er das Zeug hat, eine große Koalition in Deutschland zu beenden? Wer stellt sich den Fragen von Klaus Strunz? Der ultimative Schlagabtausch. Bei mir müssen alle Klartext reden. Mittwoch, 22.30 Uhr, Wahl 2017. Die 10 wichtigsten Fragen der Deutschen. Klartext mit Klaus Strunz, hier in Sat.1. Ich hoffe, dass Klaus Strunz in der Lage ist, uns zu bändigen. Wenn es etwas geben sollte, was mich am Moderator nervt, werde ich das natürlich aus diplomatischen Gründen ihm erst nach der Sendung sagen. Ich erwarte von Klaus Strunz, dass er bissig ist wie immer. Gutes Talkshow-Format, gute Fragen, sachlicher Inhalt.